Leute, Sil hier und willkommen zurück zu Factorio Exotic Industries. Ihr seht's vielleicht, ich habe uns hier mal einen Spinatron besorgt. Einen, der auch relativ fix unterwegs ist mit drei Exoskeletten. Natürlich erweiterte Exoskelette, wer hätte es gedacht. Und ich habe hier auch nochmal mehr Constructions hingestellt, damit das alles viel besser und schneller gebaut werden kann, was wir so machen. Ich habe hier drüben mal mit Landfill ein paar Sachen aufgefüllt. Und ihr seht hier schon das Stromnetz mal ein bisschen ausgebaut. Und will jetzt mal dazu kommen, das alles sinnvoll auszubauen. Wir hatten ja gesagt, wir wollen hier unten einen Bahnhof machen. Ich habe das mal vorbereitet mit diesen Markierungen, auch für die Roboports, dass wir die freilassen können, gegebenenfalls. Und hier haben wir vier Ressourcen, also ne, Kohle, Neodymium, Eisen und Kupfer. Gut, Öl kann man je nachdem auch noch mit dazu nehmen, wenn man will. Weil es wird nämlich irgendwann Zeit, diese komische Bahnlinie hier wegzureißen, die hier auch mitten durchgeht. Ja, und dann ist mir eingefallen, das geht gar nicht so einfach, weil unser Ölzug hier, der ist ja quasi darauf angewiesen, dass das hier sinnvoll funktioniert. Ja, genauso wie auch der Artilleriezug, der theoretisch hier so rumfahren muss. Ich hatte, na gut, hier zumindest ein paar Kurven eingebaut, weil ich dachte, na, vielleicht kriegt man den Ölzug dann irgendwie hier rauf. Und dann hatte ich noch was anderes gesehen, nämlich... Okay, es hat sich jetzt eingependelt. Wahrscheinlich hatte ich zu viel gebaut. Jedenfalls kam die Leistung oder der Füllstand der Akkumulatoren beträchtlich weit runter. Wo ich so dachte, ne, da wird's eng. Das heißt, ich hatte hier einmal aufgefüllt und ein Quadrat vorbereitet, um ein Setup zu haben für Solarpanels. Weil für Matrizen brauchen wir erstmal kein neues Upgrade. Ich habe jetzt hier diese erweiterten, wie heißt das? Ja, hier, ne, diese Konverter mit draufgestellt. Das heißt, wir haben jetzt eine Transferleistung von, sage und schreibe, 65.000 Megawatt pro Matrix. Die könnte man also folglich nochmal umbauen mit diesen Dingern. Ich würde es jetzt trotzdem einfach so lassen. Mega krasse Leistung. Ja, also, das ist ruckizucki voll. Das gibt es im Übrigen tatsächlich in Real Life. Ja, also, man hat ja Material gefunden. Das könnte ein E-Auto innerhalb von einer halben Sekunde aufladen. Die Problematik ist nur, kann das Stromnetz überhaupt nicht liefern. Von daher, schade, aber die Technik gibt es tatsächlich. Okay, jetzt ist der Punkt, was machen wir jetzt, wann, wie, wo, wie folgt. Ich habe eine To-Do-Liste. Und zwar dachte ich als erstes, wir brauchen nochmal mehr Solarzellen. Dann Neodym. Dann hier unten die Verteidigung ausbauen und dann endlich mal Öl verarbeiten, hier in einem eigenständigen Bereich. Und das ändert ganz, ganz viel, wenn wir das irgendwann machen, weil hier so ziemlich in dem Bereich alles an Ölproduktion hängt, ne? Wenn man für irgendwas Plastik braucht oder so. Und das wird nochmal tricky. Weil hier brauchen wir was? Genau, dieses Schwefelhaltige für die Kristalle und, also... Da werden wir die Basis in ein ganz neues Zeitalter verfrachten müssen. Und im Zuge dessen macht es Sinn, die Produktion ein Stück weit hochzufahren und. Und deswegen machen wir jetzt hier unten mal neue Solarpaneele. Oder was heißt neue? Ne? Wir nehmen natürlich die, die wir haben. Aber da ist nur einer. Wir machen das natürlich als Blueprint und dass wir das dann kopieren können und so weiter. So, wo haben wir ihn? Hier ist die Substation. Ja, das nehmen wir so mit. Und der Patron ist echt toll. Wir sind fix unterwegs. Wir können überall lang, ohne dass wir Angst haben müssen, überfahren zu werden und. So. Da sind wir. Das Ganze will ich jetzt hier irgendwie sinnvoll reinkriegen. Ja. Also der einfachste Weg ist ja natürlich erstmal hier so eine Induktion, also Quatsch, Induktionsmatrix, jetzt geht's schon los, ne? Zu setzen. Und da sehen wir schon, der Roboport, der wird da irgendwann reingrätschen. Pass auf, wir können das mal hierher setzen. So. Und dann kann man jetzt überlegen mit den Solarzellen, wie man das macht. Und da sehen wir schon, das passt nicht ganz. Weil man könnte jetzt einfach so machen. Beziehungsweise so. Muss ja keiner bauen kommen. Und das
so anfertigen. So, dann steht das oben eins über. Ja, das wird im Laufen jetzt ein bisschen schwierig. So, jetzt können wir mal einen Test machen. Wir nehmen das mal. Und so geht das schon mal nicht. Es könnte überlappen. Dann würde das vielleicht gehen. Dann wäre halt die Frage, ne, wie kriegt man das hier sinnvoll rein irgendwie. Und da oben das Radar, das macht schon mal ein Feld kaputt. Und vielleicht kriegen wir das ja sinnvoll rein. Auch mit der Lücke hier, dass wir die schließen können. So, das darf gerne auch eingesammelt werden. Halt, das sammle ich ein. So. Also ist das gar nicht so einfach, wie es durchaus sein könnte. Ich stelle das Ding mal dahin. Dann ist der Roboport auch in Reichweite. Dann könnte man den eigentlich hier rausnehmen. Und das so machen. Den Roboport stehen lassen. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier... Nee, sowas drin habe ich nicht. Dann machen wir mal so. Dann haben wir da den Roboport. Und dann können wir jetzt überlegen, wie wir das jetzt hier reinziehen. Beziehungsweise kann man überlegen, wir nehmen einfach die vier und ziehen das mal hier rüber. Und dann sehen wir schon wieder, dass auch das nicht so ganz passt. Aber wenn ich das hier so mache, ne, dann müsste der hier mal einen rüber. Der kann weg. Dann kann das auch weg. Und dann müsste der hier anders angeordnet werden. Dann könnte man das so machen, dass er jetzt zu jeder Seite einmal überlappt. Und dann das Ganze entsprechend weiterziehen. So, dann kommt ihr mal weg hier. So. Dann können wir hier einmal kopieren und runter. Und weil es ein bisschen tricky ist, fangen wir da unten auch mit an. So. Tja, genau. Dann haben wir hier nämlich auch wieder die Problematik, dass die Reihe irgendwie nicht so richtig hinkommt, wie man es haben wollen könnte. Auch, dass es einmal überlappt. Ja. So, da kommt einer bauen helfen. Dass dieses Camera Shake, wenn das bei der Tron zur Ruhe kommt. So, da kommt ja dann auch einer bauen helfen. Und dann würde ich sagen, pflastern wir jetzt die Dinger rein so gut wie es geht. Wir können ja tatsächlich hier beim Radar anfangen. Mal gucken, wo. Guck mal, wir kommen genau raus an der Ecke. Naja. Dann nehmen wir das doch so. Wie kommen wir hier raus? Hier ist jetzt einer Luft. Hm. Gucken wir mal, ob wir das so lassen. Zumindest haben wir mal den Punkt. Wir kriegen da irgendwas nicht vernünftig zwischen. Wäre so der Platz, wo man noch Akkumulatoren bauen könnte. Wenn man wollte. Und das gefällt mir so nicht. Was ist, wenn ich das so mache? Dann müssen wir die natürlich alle versetzen. Aber wir können schon mal sagen, guck mal hier, die können wir doch alle hinstellen. Und kriegen wir hier noch zwei zwischen? Theoretisch. Guck mal, wir können den da hinstellen, dann kriegen wir hier sogar drei zwischen. Und dann haben wir doch jetzt hier ein Muster, das sich wiederholt, oder? So, das heißt, wir werden mal eben die Substations rausnehmen. Da sind sie. So. Ja, her damit. Wir werden schon hinterher geflogen kommen. So. Nein, na. Ja.
ständig irgendwie Angriffe. Na, die spawnen wahrscheinlich hier überall rein, werden abgeschossen und kommen angreifen. So, da kommt einer, der abreißen will. Ja. Schön, dass du da bist. So, pass mal auf, dann nehmen wir doch jetzt vielleicht mal das hier. Dann können wir das ständig so da drauf ziehen. So. Und dann passt das sogar. Dann haben wir jetzt ein Stück weit die Herausforderung, wie wir das machen mit den Roboports. Der kann dahin. Naja, der könnte tatsächlich damit ran. Zack. Und dann passt der so zwischen. Das ist doch mal eine Aussage. So. Aber ja, wir brauchen hier jetzt auch Strom. Und ich würde hier schon irgendwie die Kontenance wahren wollen. Also sprich, wir machen den irgendwie nach oben. Nee, da nicht. Dahin. Gucken wir doch mal. Ich würde das mal später machen, weil es sieht so aus, als ob man den also ob man das wegen des Roboports nochmal anders anordnen könnte. Ja, aber guck mal, man könnte den hier zum Beispiel so machen. Das würde gehen. Das würde so auch gehen. Ja. Ach so, warte mal. Na gut, wir brauchen hier die, naja, wir brauchen die Connection eigentlich nicht, ne? Die sind ja zwar miteinander nicht verbunden, aber die Solarzellen sind trotzdem, also sie haben trotzdem Strom, weil die ja über die dann hier verbunden sind. Das ist doch vielleicht eine Maßnahme. Zack. Ja, ist ein bisschen schade mit den Abständen, ne? Ich hätte es gerne irgendwie gleichermaßen, aber ja, dann hätten wir irgendwo Lücken. Dann müssen wir das irgendwo teilen. Egal, machen wir so nicht. Wir machen es so. So, und dann geht es hier an der Ecke weiter. Ne. Ne. So. Okay, wir haben ein Feld voller Solarzellen. Und wir haben hier jede Menge einstecken. Ich weiß gar nicht, warum unser Roboter die nicht baut. Ach so, weil wir die einstecken haben und nicht unser... er hier? Ja, das ist der Grund. Okay. Gut, dann sollten wir jetzt auch wieder erstmal ein bisschen mehr Strom haben. Wir haben deutlich mehr Megawatt, die wir erzeugen. Und dann sehen wir auch, naja, wie das da reinpresst. Was ist denn los? Ist da jetzt schon alle? Nee. Doch, tatsächlich. Die waren, was? Das waren die schon? Aber gut, von mir aus. Wie viele sind denn das jetzt? 800. What? Okay, 800. Hier sieht man auch nur, dass das hier unten da aneckt. Also man könnte diesen Spalt sonst irgendwie relativ in die Mitte ziehen, dass man hier mittig so ein Kreuz hat. Dann würde das um die Roboports gleich aussehen. Aber ne, das ist so ein Ding, das würde ich vielleicht nochmal off-camera machen, aber nicht jetzt. So, jetzt muss ich erstmal gucken. So, wir brauchen hier hinten ein Bahnhof-Setup. Mit vier. Ne, warte mal, stimmt ja gar nicht. 1, 2, 3, 4 und Bohrflüssigkeit. Heißt, wir brauchen 5. Und das setzt voraus, dass wir einen Zug haben, der Bohrflüssigkeit liefern kann. Den könnten wir von hier oben nehmen. Und hier haben wir tatsächlich auch Kohle. Weil die Bohrflüssigkeit, die ist hier.
Die könnten wir also bequem von hier nach hier rüberziehen. Beziehungsweise ist dann die Frage, ob man hier noch einen Bahnhof macht. Ja, oder man könnte den von hier oben reinkommen lassen. Dann wäre allerdings die Frage, was macht man hier? Also hier wäre der Bahnhof wahrscheinlich sinnvoller. Aber hier ist so eine Bahnlinie für einen Ölzug. Ihr seht das Problem, hä? Furchtbares Problem. Was wir jetzt tun könnten tatsächlich ist, das hier abschneiden. Dann muss der Zug halt hier rum. Tja. So rumfahren. Müssten wir bauen. Und dann kann der die Hauptlinie benutzen bis hierher. Ganz schön aufwendig. Okay, hier stimmen die Signale gerade nicht mehr, weil ich hier alles kreuz und quer gebaut habe. Wo ist der Zug eigentlich? Wir wissen es nicht. Da unten ist er. Ziel nicht erreichbar. Wie, was, wie, Moment. Warum nicht? Hier ist grün. Durch dieses ganze Wirrwarr hier. Oh, das ist schlecht. Wie sieht es denn dann hier aus mit der Ölproduktion? Leer. Öl ist alle. Nee, das ist gar nicht so gut. Okay, das heißt, uns bleibt gerade irgendwie auch nicht viel übrig, hä? Ah, jetzt fällt mir das so ein bisschen auf die Füße, dass ich das so hier gebaut habe. Wie machen wir denn das? Ich hatte hier die Sachen connected, dass der Zug da rein und da hochfahren kann. Das würde ja passen. Das heißt, wir brauchen das hier nicht mehr. Das können wir mal wegmachen hier. Ja, das kann ich leider nicht wegmachen, weil ich es nicht sehe. Ich könnte das jetzt einfach dann auch neu platzieren, wenn ich das mal wegmache. Wobei das so ja gerade ganz gut geht. So, die beide nicht. Das sieht auch gut aus. Oh, das ist ja gemein. Okay. Ja, so müsste das gehen. Ja. Schon Friemelarbeit gerade. So. So. Und dann müsste das mit den Signalen auch wieder passen, wenn das hier rausgecuttet ist. So, dann ziehen wir den hier raus. Und dann sind wir angekommen. Und dann kriegen wir das vielleicht super connected mit. Ach, guck mal hier, wer hier ist. Die sammeln jetzt ein, das ist gut, und dann können wir das nämlich auch markieren. So. Hier ist auch schon einer, der das einsammelt. Perfekt. Genau, es blinkt auch nicht mehr. Das wird hier dann auch gleich so sein, wenn die hier raus sind. Da kommt der nächste, da kommt noch einer. Oh, das ist toll. So ungefähr stelle ich mir das vor. So. Und hier brauchen wir auch eine Connection hin. Schwierig. Ist die Frage, ob man hier jetzt noch ein Gleis rauszieht. Also hier unten lang oder ob man es hier rauszieht. Das könnte man ein. Na, wir könnten es auch hier unten machen und dann dahin. Oder wir pumpen das einfach mit hier runter. Dann hätten wir sechs Gleise, die wir brauchen. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann hätten wir einmal so einen kompletten Bahnhof. Für diesen Transport. Aber eigentlich macht es wahrscheinlich eher Sinn, das Öl von hier irgendwie wegzukarren. Wir haben ja hier Flüssigkeitsmöglichkeiten integriert. Weil hier wollten wir Neodymium verarbeiten. Was sieht eigentlich also blau aus, diese ganzen Dinger hier. Hier oben ist auch nochmal Kupfer. Und da ist doch dann fast die Frage, warte mal, 1, 2, 3, 4,
5, 6 Ressourcen, 7 für die Drillflüssigkeit, also die Bohrflüssigkeit, und 8 für Schmutzwasser, richtig? Und dann haben wir hier alle. Das heißt, eigentlich können wir diesen Bahnhof schon benutzen, um all das hier abzutransportieren bzw. zu haben. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt kopieren wir nochmal das hier raus. Für die Flüssigkeit. Dann kommt das mal weg. Genauso wie das. Das machen wir jetzt auch erstmal weg gerade. Wobei das wahrscheinlich gar nicht so falsch ist. Wir werden das hier irgendwie brauchen. Aber das werden wir mal nochmal neu bauen irgendwie. Das machen wir weg. Hier sagt, da kommt Flüssigkeit an. Wir müssen aber nichts liefern. Wasser haben wir hier. Das heißt, das werden wir irgendwie umbauen. Das kann auch weg. Hier wird was in den Waggon gepumpt. Genau, das bleibt Schmutzwasser. Das können wir hier nämlich auch genau so lassen tatsächlich. Dann haben wir zumindest schon mal das Schmutzwasser, was hier wegkommt. So. Und wir brauchen Bohrflüssigkeit. Die können wir hier theoretisch anliefern lassen. Ach so, genau. Wir hatten Wasser anliefern lassen. Dann können wir es hier jetzt ja so machen, doch, dass Bohrflüssigkeit angeliefert wird. Zack. Haben wir denn auch genug? Würde ich genau hier auch mit verbinden. Hier sagt er jetzt, wenn Wasser kleiner ist als 10.000. Und das würde ich mal tauschen durch Bohrflüssigkeit, die wo ist? Hier unten nicht. Hier. Wenn das kleiner ist als 10.000, und dann müssen wir den umbenennen, nämlich nicht in Wasser, sondern in Bohrflüssigkeit. Alles klar, haben wir. Da muss noch mal einer vorbeikommen, das bauen. Was bist du hier für einer? Schmutzwasserzug. Gut, der Rest ist noch nicht gebaut worden, deswegen ist das Schaltsignal jetzt ständig aktiv. Gut, ist egal, kriegen wir hin. Ach, hat der hier überhaupt etwas, wo der gefüttert wird? Nee, hat er nämlich nicht. Das heißt, irgendwann rennt uns der Zug hier raus, also der kriegt irgendwann keinen Kraftstoff mehr. Das ist schlecht. So viel zum Thema, wir brauchen Kraftstoffverteilung. Und los, leg los. Interessanterweise, ach, da kommen mehrere, okay. So, das heißt, jetzt sollte die Station zu sein, die blinkt auch rot, perfekt. Das hat funktioniert. Ja, Roboports. Ja, okay. Ja, gut, lassen wir die jetzt stehen. Die kosten nämlich auch mega Strom, deswegen habe ich die hier überall wieder rausgenommen. Ich wollte halt nur die Stromvernetzung schon mal haben. Aber nicht zwangsläufig also, ne? Netzwerk für Roboter. So, und das bedeutet, theoretisch müssen wir dich jetzt einfach mal da dranhängen? Und dann wieder abbauen. Und dann kannst du hoffentlich zurückfahren. Du bist dann hier im Netzwerk, kannst hier hochfahren und müsstest dann eigentlich da hinkommen. Das müsste eigentlich gehen. Und dann pumpen wir Öl vielleicht hier unten rein. Dann machen wir hier einen Ölbahnhof. Dann, genau, wir machen das nicht vielleicht, sondern wir machen das. Und zum Reinpumpen haben wir ja diesen da oben. Das heißt, wir nehmen einfach mal den. Kriegen wir den da rein.
Sieht so aus. So, das weg, das weg. Dann machen wir da Öl rein. Und dann haben wir für die Zukunft schon mal das hier unten abgefrühstückt mit dem Netzwerk. Und es ist total toll, dass die Constructors jetzt hier einfach bauen kommen, auch wenn wir kein Bot-Netzwerk haben. Genau, den müssen wir noch umbenennen quasi. Das ist ja hier ein Ölbahnhof. Haben wir. Ja, komm. Den letzten auch noch. Der fehlt noch. Gleise hast du noch. Los, los. Nein, lauf nicht weg. Gut. So, jetzt aber. Da fährt er ab. Dann ruppen wir den mal weg. Sehr schön. Und dann können wir das nämlich auch wieder wegruppen. Das mit den Tanks würde ich jetzt mal gucken. Ich würde nämlich gerne die darüber pumpen, aber das kriegen wir ja einfach hin. Da haben wir so schon die Pumpen stehen. Ach so, halt, warte mal. Ja gut, das müssen wir irgendwie neu connecten dann, ne? Das geht dann hier über den Bahnhof nicht mehr. Aber wir haben ja hier zwei Gleise und hier wollte ich auch noch eine Artilleriestation haben. Das können wir direkt nutzen. Da können wir hier so einen schönen Rundkurs machen und dann geht's zurück. Was ist das hier für ein Rohr? Also wofür auch immer das war, da war bestimmt eine Pumpe dran. Oh, und das ist hier das ganze Ölreservoir, aber, ne? Da haben wir aber gut Öl hier drin. Ich würde das, glaube ich, ein Stück weit umbauen, dass die Sachen leer werden, aber nicht mehr voll werden. Das heißt, wir könnten überlegen, wir wollen hier hin mit einem Rohr. Vielleicht das da dran zu hängen. Ne, das muss da mal weg. So. Beziehungsweise, was ist denn, wenn wir das auf dem hier machen? Gut, dann machen wir das einfach so. Und dann kommen wir da hinten wieder raus. Perfekt. Wo sind wir denn? Wir sind fast da. Bin fast da, sagte Rot 1, bevor abgeschossen wurde. Dann trennen wir das. Dann haben wir das einmal hier innerhalb eines Speicherpunktes quasi und sagen, wir connecten das hier mit einem anderen. Zack. So, dann kommt das weg, weil hängt ja sowieso alles an der einen Pumpe. So. Und dann haben wir mindestens mal das, was hier ist, am Bahnhof angeschlossen. Und wir sagen 50.000. Ja gut, noch sind es 50.000. Da kann der Zug dann kommen. So, da bin ich ja mal gespannt jetzt. Jetzt sind hier mehrere Bau, also Constructions unterwegs. Der ist auch da gewesen und der ruppt hier auch noch weg. Oh, das ist echt toll. Das kann auch weg. So, hier die fehlen noch. Achso, und wenn wir jetzt sagen, dass wir hier so einen Rundkurs bauen, können wir natürlich diese Schräge hier auch abbauen. Ja, der kann auch die Steine von mir aus mitnehmen. Der nicht. So.
Das könnte man ja vielleicht lassen. Warte mal, kommt man hier rum? Ja. Dann bauen wir das doch einfach direkt mal so. Dann können wir das nämlich. Ach nee, warte mal, wir müssen, glaube ich, den ändern. Weil wir müssen den Bahnhof einmal umdrehen, ne? Na, oder. Ach nee, warte mal, das wollen wir ja auch gar nicht, ne? Wir wollen ja, dass der Zug immer in die gleiche Richtung guckt. Ja, dann lassen wir es hier gerade und dann ziehen wir das hier irgendwie mit rein. Das wird schon gehen irgendwie. So, wie sieht's aus? Da haben wir Öl. Es ist verbunden, das arbeitet, das pumpt auch. Ja, ne? Der erste Tank wird schon leer, die anderen rutschen nach. Passt. So, und das Öl hier war für die Verteidigung hier unten gewesen. Beziehungsweise es ist das Öl für diese hier. Und da sehen wir es sogar gerade. Wenn es ein bisschen schneller ankommen würde, leider geht es nicht schneller. Weil hier ist alles in dem Tank drin. Ja, gut, okay, die Munitionstürme sind leer. Passt schon. Okay, so jetzt geht's dann ans Neodymium. Wir wollen das ja irgendwann verarbeiten. Jetzt ist die Frage. Atombombe ist übrigens fertig, ja. Funktioniert das genauso? Wir werden doch wahrscheinlich irgendwelche Chunks rauskriegen. Oder nicht? Wo sind die denn? Beziehungsweise, wir können ja mal gucken. Neodymium Chunk, genau, den wollen wir im Crusher verarbeiten. Dann haben wir. Achso, nee, ist also anders. Oder wir schmelzen den direkt. Ne, das wollen wir aber nicht. Das heißt, wir müssen den erstmal crushen. Okay, wenn wir dann das Gecrushte haben. Ne, Moment mal. Wenn wir das Gecrushte haben. Dann brauchen wir auch noch diese Flüssigkeit dazu. Für Crushed Purified. Und diese Lösung. Aha. Okay, das heißt, wir brauchen nochmal Flüssigkeit, nämlich die hier. Die müssen wir dann auch irgendwie hier hinschippern. Wie war das gewesen mit der Anzahl von Haltestellen? Wie machen wir das? Hier wollte ich ja eigentlich Bohrflüssigkeit abholen. Was halt leider irgendwie nicht geht, ist, dass ich, sagen wir mal, den gleichen Bahnhof zum Flüssigkeiten entladen nehme, das quasi alles irgendwo reinpumpe und je nachdem, welche Flüssigkeit kommt, das woanders hinpumpe. Das geht leider nicht. Aber, nur um es mal festzuhalten, fällt da gar kein Schmutzwasser an. Weil, wie kriege ich denn jetzt Neodymium? Barren. Nur aus dem Flüssigen? Sieht so aus. So, ein flüssiges Neodymium brauche ich das Purified. Ja, okay. Und dann habe ich aber noch diese Flüssigkeitslösung. Ah, doch, guck mal, da kriege ich nämlich wieder das Crushed zurück. Und Schmutzwasser. Also Schmutzwasser brauche ich trotzdem. Das ist halt schade. Ah, das heißt, ich brauche kein Wasser, sondern ich brauche diese Flüssigkeitssäure irgendwie. Ja, sonst könnte ich hier noch einen Bahnhof reinhauen. Ja, oder ich weiß nicht, ob das Sinn macht, zwei so Haltestellen hintereinander. Weil man könnte das natürlich tun. Dass ich hier halt nicht nur. Achso, warte mal. Ich überlege gerade, ob es sinnig ist, den Treibstoffzug zu erweitern um Bohrflüssigkeit.
Das könnte man ja hier auf einem Dings legen, ne? Also kann man sagen, der muss weg. Und dann hängen wir noch einen Waggon dran, wo wir Bohrflüssigkeit drin haben. Gut, aber dann bräuchten wir vielleicht trotzdem noch mal was. Vielleicht hier. 1, 2, 3. Würde sogar reinpassen tatsächlich, wo wir diese andere Flüssigkeit abbunkern. Wäre dann zwar nicht mehr symmetrisch, aber wäre okay. Beziehungsweise bräuchten wir dann den ja nicht mehr für Bohrflüssigkeit. Und das passt so ähnlich, wie ich es gebaut habe, sehe ich gerade. Also zumindest fehlen da ein paar Pumpen. Na, müsste ja wenigstens so hin. Und dann so da rein. Ja, dann könnten wir hier dieses Hydrofluorid nehmen. Und könnten hier oben vielleicht einen kleinen Tank mit Bohrflüssigkeit hinstellen. Wäre ja ausreichend. Das ist doch eine Variante, oder? Dann müssen wir nur gucken, wie wir das alles hier reinkriegen. So, warte mal, wir haben noch. Sie haben gesagt, wir haben die Bohrflüssigkeit. Die haben wir hier. Wo ist denn das Treibstoffdepot? Hier unten. Und dann könnten wir das mit da hochziehen. Und tatsächlich hier vielleicht einladen. Ich meine, das wird ja dann mit der Zeit sowieso versetzt werden, wenn wir dann die ganze Chemieproduktion auslagern. Aber dann hätten wir es. Oder wir lassen den hier erstmal so drin stehen. Aber ich kriege hier keine Flüssigkeitsbeladung mehr hin. Warte mal, eine Pumpe. Nee, das klappt nicht. Dafür ist hier schon zu viel verbaut. Im Übrigen, ne, zum Thema Schmutzwasser. Ja. Aber das muss ich hier nicht mehr verarbeiten. Wir kriegen ja keinen Stein raus, ne? Genau, wir kriegen direkt Schmutzwasser raus und nochmal dieses Crush-Zeug. Ach so, aber wir kriegen Stein raus. Das heißt, wir müssen den Stein auch zu Schmutzwasser verarbeiten. Also müssen wir nicht, aber können wir. Ne. Gut, aber dann haben wir das Setup auch nochmal in der Mitte stehen. Komplizierter, als ich dachte. Ja gut, Leute, ihr habt gesehen, welche Anstrengungen da hier zu leisten sind. Also Anstrengungen in der Hinsicht. Genau, und jetzt habe ich das Forschungsgeräusch gehört. Ich habe jetzt hier nochmal die letzten Greifarmkapazitäten mit reingehauen. Und ansonsten, ne, erwarten jetzt hier uns Technologien, die nochmal eine ganze Menge aufmachen. Sonst haben wir hier schon einiges erforscht, was auch eine Sackgasse ist. Genauso wie der hier, der ist hier Sackgasse. Und dann erwartet uns hier nochmal ganz viel Neues. Aber dazu später mehr. Jetzt machen wir an der Stelle einen Cut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt gesehen, was hier los ist. Ich kann ja mal kurz nach dem Strom gucken. Alles klar, es wird erst dunkel. Ist alles voll, alles schick. Zur Not können wir den kopieren und nochmal hier mit hinsetzen. Dann ist das auch kein Problem mit dem Strom. Und ich würde sagen, wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da werde ich das schon fertig gebaut haben. Und dann machen wir entsprechend mit der Verteidigung weiter und machen nochmal ein Artilleriefest hier auf der anderen Seite. Bis dahin würde ich sagen, lasst es euch gut gehen und haltet die Ohren steif. Tschüss!